Einor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf dass ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf dass die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Ein Objekt. Stammt es von den Protoss? Allerdings. Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen. Es ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall. In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert. Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben. Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner. Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Serathul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Freund Rayner, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Der Zergschwarm kam wie prophezeit. Die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan.
Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Doch werdet ihr es nicht erleben. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturm zieht auf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass ihr zusammen ausgelöscht werdet. Niemals! Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Den Erstgeburt. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Ayur wird wieder auferstehen. Ich bringe euren Untergang. So die Ehre gebietet. Im Dienste Ayurs. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Zuktash Salok. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Hört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Wir dürfen nicht sagen. Wir müssen handeln. Zuktash Salok.
so die Ehre gebietet. Im Dienste Arjurs. Ehre den Erstgeborenen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Arudin Rashagal. Euch gehört meine Ergebenheit. Sukdash Salok. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So die Ehre gebietet. Wir dürfen nichts sagen. Ehre den Erstgeborenen. Es gibt viel zu rechtfertigen. Arudin Rashagal. En Arudin Rashagal. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Gal. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Stimmung erfüllen. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Ich sollte besser die verbleibenden Schreine suchen, bevor sie es sich noch einmal überlegt, ob sie mich leben lassen. Euch gehört meine Ergebnis. So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Für Shakuras. Das Herz für Shakuras. Ihr befehlt vorerst. Schwer wiegt man. Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Ja. Sprecht ihr mich an? Die Balance wird wiederhergestellt.
Ich bringe euren Untergang. Harun al-Adan. Wir müssen handeln. Ehre den Erstgeborenen. So die Ehre gebietet. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Die Balance wird wiederhergestellt. Ich bringe euren Untergang. Zu rechtfertigen. Euch gehört meine Ergebenheit. Im Dienste Arjuas, Shosak Mognul. En Arudin Rashagal. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Schwer wiegt meine Bürde. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Wir müssen handeln. Ayur wird wieder auferstehen. Viel zu rechtfertigen. Ich bringe euren Untergang. Ich werde Erlösung finden. Sprecht ihr mich an? Was ist euer Begehr? Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. So die Ehre gebietet. En Arudin Rashagal. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Dienste Arjuas. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Die Balance wird wiederhergestellt. En Arudin Rashagal.
Ich bringe euren Untergang. Arun-Nal-Adhan. Wir müssen handeln. Wiederhergestellt. Stachelkrabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Euren Untergang. Wir müssen handeln. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Ich werde Erlösung finden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So die Ehre gebietet. Kentaro Tassada, Prälat Zeratul. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ich werde Erlösung finden. Zeratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Vernichte diese Nidus-Würmer, sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Zeratul hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor! In Arudin Rashagal. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Zeratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Zeratul. Die Zukunft hängt davon ab. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist.
Bestimmung erfüllen. Ayur wird wieder aufgenommen. Die Verbündeten befinden sich im Kampf. Es gibt viel zu rechtfertigen. Im Dienste Ayur. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Euch gehört meine Erhebung. Eure Verbündeten. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Handeln! Zusammen, Salam! Wir dürfen nichts sagen. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul.